Hey Leute, willkommen beim Timon. Heute haben wir ein Cola Mentos Video. Viele von euch haben dieses Experiment bereits schon vergessen. Also meine alten Abonnenten wissen, wie ich letztes Jahr ein Video gedreht habe, wo ich Cola mit 1000 Mentos vermischt habe. Genau damals haben alle erfahren, wie man es richtig macht, also Cola mit Mentos mischt. Sowas ähnliches werden wir heute machen in einem Luftballon. Und da jetzt ein Trend ist, alles im Wasser zu vermischen, werden wir das auch machen. Heute werden wir euch eine Timon-Version machen. Wir werden Mentos und Cola unter Wasser mischen. Die Reaktion zeigen wir euch. Ach ja, Leute, es ist Herbst. Wunderschönes Wetter, um Experimente draußen zu machen. Wir genießen die letzten warmen Tage und machen für euch coole Experimente. Lasst uns anfangen. Für unsere Unterwasserexperimente haben wir so ein 60-Liter-Aquarium zugekauft. Wir werden ihn jetzt mit Wasser füllen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Flaschen wir dafür brauchen werden? Okay Leute, das reicht. Lasst uns das erste Experiment starten. Wir haben einen Luftballon, das mit Wasser gefüllt ist. Okay Leute, da war jetzt gar kein Effekt zu sehen. Und wenn wir einen Luftballon nehmen, was mit Luft gefüllt ist? Okay Leute, wenn ich ehrlich bin, dachte ich, dass das Luftballon, der mit Wasser gefüllt ist, viel effektiver aufplatzt. Man konnte einfach nichts sehen, dagegen das Luftballon, was mit Luft gefüllt war, platzte so stark auf. Ich dachte, dass die Wände von Aquarium rausfliegen. Es hat sich so angefühlt, ob wir einen Böller im Wasser gezündet haben. Okay, lasst uns was Lustiges machen. Kann man mit einer Deo-Flasche im Wasser rumsprühen? Ist das überhaupt möglich? Wie man das sieht, ist es möglich, Deo im Wasser zu versprühen. An den Wänden befindet sich so eine dünne Fettschicht. Und wisst ihr, was das Positive daran ist? Es riecht hier ziemlich angenehm. Ach ja Leute, und wenn man was ähnliches nimmt, zum Beispiel Rasierschaum, wie wird Rasierschaum mit Wasser reagieren? Leute, das sieht auf jeden Fall besser aus als Deo. Irgendwie erinnert mich das an weiße Farbe. Es sieht so aus, ob wir weiße Farbe versprühen würden. Unser Rasierschaum hat das komplette Wasser verfärbt. Okay Leute, wisst ihr, was mit einem Feuerzeug unter Wasser passiert? Okay Leute, ich habe jetzt was anderes erwartet. Ich dachte, dass das Wasser drumherum zum Einfrieren beginnt, weil beim Austritt das Gas richtig kalt ist. Okay Leute, und was passiert, wenn wir eine Dose im Wasser aufmachen? Es gibt Videos, wie Taucher verschiedene Flüssigkeiten im Wasser beim Tauchen trinken. Ist das überhaupt möglich? Wir testen es. Ach ja Leute, Fanta reagiert kaum mit Wasser. Man musste es sogar richtig ausdrücken, bis das ausgeflossen war. Und wenn wir Cola nehmen, Cola richtig aufschütteln und dann im Wasser öffnen, hä? Ach ja Leute, natürlich, Cola reagiert viel cooler mit Wasser als Fanta. Woran liegt es? An Kohlensäure oder am Zucker? Wer weiß das von euch? Schreibt mir in die Kommentare. Eins steht fest Leute, im Cola sind viel mehr Farbstoffe als im Fanta drin. Wenn man Cola aus der Flasche ausdrückt, verfärbt das sofort unser sauberes Wasser. Es riecht auch jetzt überall nach Cola.
Ach ja, Leute, bald haben wir Halloween. Lasst uns was Cooles dafür machen. Ich werde einen Luftballon nehmen, ihn mit Glitzer stopfen. Danach werden wir dieses Luftballon im Wasser aufplatzen. Hey Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen. Das war cool, Leute. Wie sich herausgestellt hat, verbreitet sich Glitzer richtig cool im Wasser. Wir haben aber was Ungewöhnliches gemerkt. Ein Teil von Glitzern ist aufgetaucht, der andere Teil untergetaucht. Woran liegt das? Das Glitzer hat die komplette Oberfläche vom Wasser bedeckt. Wie sollen wir das jetzt reinigen? Okay Leute, bald sind Feiertage. Lasst uns eine Sektflasche im Wasser öffnen. Natürlich ist das kein Alkohol, sondern Kindersekt. Boah, Leute, hat einer von euch schon versucht, eine Sektflasche im Wasser zu öffnen? Das ist gar nicht so einfach. Boah, Leute, wir haben es geschafft. Irgendwie dachte ich, dass der Korken rausfliegt. Aber der Korken ist von der Oberfläche direkt abgeprallt. Wer von euch weiß, warum der Korken nicht aus dem Wasser geflogen ist, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das Interessanteste dabei ist, wenn man Sekt in Wasser schüttelt, vermischt sich das überhaupt nicht mit Wasser. Ja, das sagt uns, dass wir unter Wasser andere Flüssigkeiten trinken könnten. Um euch ein wenig aufzuheitern, will ich euch noch was zeigen. Ich werde euch zeigen, was passiert, wenn wir ein Hühnerei im Wasser aufschlagen. Das ist nämlich richtig lustig, Leute. Schaut her, wir machen ihn vorsichtig auf. Und jetzt ist es unter Wasser. Es fühlt sich so an, ob man so einen Fisch berühren würde. Und ja Leute, lasst uns zum Schluss richtig cooles Experiment machen. Wir werden zwei davon machen. Wir werden Cola mit Soda mischen und mit Mentos. Das alles werden wir natürlich unter Wasser machen. Jeder von euch weiß, um coole Reaktionen zu bekommen, müssen wir Cola ganz schnell öffnen, damit wir die ganze Kohlensäure nicht verlieren. Dazu habe ich das ganze Mentos, was mit Cola in Reaktion tritt, in einen Luftballon reingeschmissen. Wir haben kleine Probleme, um diesen Luftballon unter Wasser zu halten. Also Cola fließt schon mal rein, cool. Oh ja Leute, ich habe echt keinen Spaß gemacht. Ich wollte, dass das Luftballon unter Wasser aufplatzt. Hinter der Kamera haben wir es verstanden. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten Mentos in Cola schmeißen sollen. Und nicht andersrum. Lasst uns das nochmal probieren. Wir werden das einfach wiederholen. Wir haben wieder Mentos in den Luftballon reingeschmissen. Ich werde den Luftballon zuhalten. Okay, wir tun die Colaflasche unter Wasser und jetzt Mentos rein. Und komm. Es funktioniert einfach nicht. Lasst uns Cola reinkippen. Und mehr, vielleicht taucht er runter und platzt ihn auf. Ach ja Leute, das war echt nicht schlecht, aber wir wissen alle, dass Cola mit Soda viel cooler reagiert als mit Mentos. Also kippen wir Soda in unseren Luftballon und lassen es mit Cola unter Wasser reagieren. Irgendwie funktioniert da wieder was nicht. Soda will einfach nicht in die Colaflasche, dafür Colaflasche in den Luftballon. Oh, jetzt passiert da was. Oh, Leute, was war das denn? Also meiner Meinung nach war die Reaktion mit Mentos viel cooler. Und was meint ihr Leute, welche Reaktion hat euch am besten gefallen? Cola Mentos oder Cola Soda? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde jedes Kommentar durchlesen und die coolsten bekommen ein Herz von mir. Und jetzt eine coole Challenge für euch Leute. Wenn einer von euch errät, was in diesen Luftballons drinnen ist und mir das in die Kommentare schreibt, werde ich das Kommentar im nächsten Video einblenden. In diesen Luftballons ist was ganz Einfaches drin, Leute. Das ist keine Farbe. Das war doch cool, Leute. Die Farben haben sich richtig cool vermischt. Wer von euch errät, was drinnen ist, bekommt ein Herz von mir und kommt in das nächste Video.
Schreibt eure Meinung mir in die Kommentare und wenn ihr noch eine Serie sehen wollt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Like das Video, Leute, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und bis bald!